26 jähriger Mann ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Scholen-Anstedt im Kreis Diepholz ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde man mit einem Transporter auf der B61 unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen gerät in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Lkw-Fahrer. Der 59-jährige Lkw-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Kam in ein Krankenhaus.